Noch eine kleine Lichtkorrektur und schon kann's losgehen. Herzlich willkommen zu Kabarett aus Franken. Was haben Sie sich denn für 2019 vorgenommen? Abnehmen? Ja? Ne, hungern wie die Doldis im Dschungelcamp? Nee. Peter Altmaier hat gesagt, er ist der gewichtigste Minister der Regierung. Hat er genauso gesagt. Er ist der gewichtigste Minister der Regierung und das will er auch bleiben. Ich finde, der Mann hat Humor. Bis zur allerletzten Möglichkeit wird in diesen politisch bewegten Zeiten an den Texten gefeilt. Denn nichts ist schlimmer als ein alter Gag oder eine schon überholte Geschichte. Die politischen Vorlagen sind frustrierend natürlich. Die Leute sind alle so ein bisschen im Dschungelmodus. Das heißt, alles kaputt machen. Man will eigentlich, Theresa May momentan ist die Giselle der Weltpolitik. Sie leidet und man will sie auch leiden sehen. Heul doch. Und das ist so ein bisschen so der andere Bock da in Amerika rum und sagt, ich will eine Mauer. Neben Gastgeber Ingo Appelt ist ein weiterer Würzburger erstmals dabei. Matthias Tretter, der viel zu selten in seiner fränkischen Heimat zu sehen ist. Der Tretter und der Appelt, die zwei Würzburger. Wir sind auf denselben Bühnen gestanden. Schambinski, wo noch? Ich war noch im Standard, aber da warst du nicht mehr. Nee, da war ich nicht mehr, da war ich schon weg. Aber du bist ja auch gar nicht geboren in Würzburg, oder? Nee, geboren nicht, aber ich bin ab 11. Zählt das dann? Ab 11. Ab meinem 11. Lebensjahr, 15 Jahre Würzburg. Nike schmeckt da. Bringt gar nichts. Ich wollte mal Punk werden. Jetzt bin ich durcheinander. Da ist sie. Oh Gott. Ich wollte mal Punk werden. Als ich alles beisammen hatte, war die Love Parade in. Und kaum hatte ich dafür die Tattoos, haben sie die Love Parade eingestampft. Schließlich dachte ich, okay, ich werde Yuppie, Young Urban Professional. Rausgekommen ist das. Ein UFO. Urban Franconian Oldie. Ich freue mich jedes Mal wahnsinnig, nach Franken zu kommen. Wobei natürlich Auftritte in Franken auch immer eine Herausforderung sind. Also ich sage immer, if you make it there, you'll make it anywhere. Also der Franke ist ja bekannt dafür, also er applaudiert mit verschränkten Armen. Hoffentlich bekommt er heute Abend den Applaus, der ihm gebührt. Ob er die Orientierung in den unterschiedlichen Kameras wirklich gefunden hat, können Sie dann ab 21 Uhr sehen. Man muss halt ein bisschen klicken.